Hallo und herzlich willkommen zu Trash Time. Ja, wieder mit mir, mit dem Pat, und wir spielen heute meine Tierarztpraxis SOS am Ozean. Was für eine Freude. Ah, danke lieber Pyong für dieses wunderbare Spiel. Bedanken möchte ich mich auch natürlich bei den Leuten, die das produziert haben, wo natürlich keine Credits oder so dastehen. Selbst die wollen das nicht. Es gibt auch verdammt gute Optionen. Die Musik ist ja auch überhaupt nicht laut. Ich habe das Spiel schon echt leise gedreht, Leute. Ich muss das natürlich alles mit Windows-Lautstärken-Regler machen, weil das natürlich nicht einfach so geht. Wäre ja mal wieder mal toll, wenn das gehen würde. Hust, hust. Aber es ist endlich mal ein Spiel, was nicht so, ja, wie soll ich sagen, so schlimm ist. Hoffentlich. Ja, meine Tierarztpraxis. SOS am Ozean. Starten wir. Ein neues Profil. Lea, kann ich das auch benennen? So, wir spielen natürlich den Dr. Pet. Wow. Das ist eine Animation. Leck mich doch an. Den Namen eingeben. Kann ich das auch schreiben? Natürlich nicht. Ich bin natürlich Pet. Hallo und willkommen. Schön, dich wiederzusehen. Ja, schön. Ich bin zwar zum ersten Mal da, aber gut. Ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Ja, hallo, grüß dich. Servus. Hallo, Dr. Blumenthal. Und echt jetzt? Ist das euer Ernst? Ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen. Ich kann immer noch nicht glauben, was für ein Glück ich habe, Sie unterstützen zu dürfen. Ja, natürlich. Ja. Durch deine ausgezeichneten Leistungen hast du mehr als verdient, hier zu helfen. Ja, klar, ich bin ja der beste Arzt. Ja, danke, ich werde stets mein Bestes geben. Das ist gut. Wenn ich ein größerer Tierarzt werden muss, ich. Was du gesehen hast. So, kommen wir mehr dann zurück zur Tagesordnung. Ich glaube, es gibt viel zu tun. Ja, ich bin bereit! Was hast du überbacken? Klasse! Darf ich denn jetzt schon Tiere behandeln? Selbstverständlich. Hier, indem du ein paar Seemöwen hilfst. Echt klar. Ah, die ersten kommen später, wenn du dich gut anstellst. Ja, klar. Oben rechts, okay. Okay. Die ich kriegen kann. Klar. Vertrauen und Fähigkeiten. Ich habe eine Aufgabe für dich. Müde kommen die Rangers in unser Zentrum und bringen Lookkarte, die er verwendet. So, erscheint es unter dem Bildschirmrand. Okay. Jetzt wollen wir auch darauf, den Ranger zu empfangen. Hast du das verstanden, BS? Du kannst das Spiel beenden, indem du P drückst und das Pausenmenü aufdrückst. Das ist super, dass das eben. Ja. Los geht's. Aha, okay, so steuere ich. Ah, klasse. Geht es schon gut los. Hallo! Du schockst. Während meines Kontrollganges bin ich fast über dieses Tier gestolpert. Oh, das arme Ding lag einfach da, ganz allein und hilflos. Kannst du es dir ansehen? Natürlich kann ich das. Selbstverständlich. Ich muss ihn in den Behandlung untersuchen. Kannst du das bitte im Behandlungstisch setzen? Und danke, ich hoffe, du kannst es retten. Jedes Tier hat eine Chance verdient. Das ist allerdings richtig. Oh, ist das lieb. Oh. Was meinen Sie, Herr Doktor? Was ist denn das genau? Gebe ich dir mit. Kein Problem. So. Waage funktioniert. Ja, erklär mal bitte. Wunderbar, ich bin ganz ohr. Ziehen Gewicht. Stimmen. Waage bewegt sich im Pfeil. Muss dafür sorgen, dass der Pfeil im grünen Bereich. Hm.
Ja, wenn ein Pferd über den Grenzen ausgibt, muss er den Teil der Gewichte wieder entfernen. Ja, okay, das ist eigentlich logisch, ne? Ja. So, darf ich jetzt. Was für Stöße kann man denn ziehen? Ein unterlehrtes Tier kann eine Reihe von unterschiedlichen Krankheiten leiden. Das wäre eigentlich voll das Spiel für Jay von Smith. Oh Gott. Hallo? Ah. Easy. 850. So, dann muss der Herrscher befinden. Leider können Tiere nicht sagen, ob es ihnen wehtut. Ja, das stimmt. Müssen wir kleinere Tests machen. Versuche eine Diagnose zu erstellen. Ja, passt, mache ich. Das ist ein Ding, das Metall schleudert. Ja, danke. Das Stethoskop kenne ich. Ja, easy! Ich kann Tierarzt werden! Die Gewichtheilung, ansonsten kann ich einfach immer gerne. Ich habe einfach genug Futter. Kein Problem, dann gib mir ein bisschen Futter. Steckung noch Futter. Okay. Das braucht eine Initiale. Wir haben einen Vorrat, da wird es ja mit Elementen eines, also weniger Vitamine während die anderen. Bakterien und Pilzeptüten können wir dann kann behandeln. Okay. Na, weiß ich, welche Medikamente ich nehmen muss. Das ist das Symbol da auf der Tierheit in Schweden. Ah, ja gut. Was, dass du drückst und die Spritze auffüllst? Okay. Der ist Tierarzt geworden und kann keine Medikamente, keine Nadeln sehen. Okay, ich kann das. Ja, und easy, kein Problem. Alles kein Problem. Ich bin ja direkt ein guter Tierarzt, Leute. Ich mag den Tieren, aber. Schlechter Wetter, die Störung ist gesetzt. Wer stößt keine Fische fangen? Das ist mir aufgeblieben. Dankeschön. Das ist nett. Ja, okay, das hier ist wieder fit genug, um es zu lassen und verabschiede dich von mir. Wie Traini. Das war doch. Ausgezeichnete Leistung. Echt jetzt? Hallo, kann ich heute für dich tun? Ich habe ein Hilfesystem stark gefunden. Ja, ein bisschen Gewehr einzufangen. Und ziemlich schwach. Natürlich. Ja, damit im Behandlungsraum. Ich mach das. Hallo? Ich sag ja, das ist ein Tor. Bla bla bla. Jetzt darf man es wieder pingen. Oh, fuck. So ist es. Okay. Eigentlich könnte ich das ja so machen. Und dann einfach das da rauf und den Hund drin ab. Easy! Oh. Das ist echt ein liebes Spieler eigentlich. Also ich finde das. Ehrlich gesagt finde ich das gar nicht so trash. Allergische Reaktion leidet, Magenverstimmung. Oh. Es hat sich um eine Pilzinfektion handelt. Aber die Tiere geeignet sind für unsere Infektion. Kein Problem. Dann kriegst du eine eine Infusion, nennen sie das ja hier, eine Spritze. Also, das ist ja auch sehr. Gelernt habe. Vielleicht hat er gerade nicht aufgepasst. Sorry. Was muss ich dafür tun? Es ist ganz einfach. Du musst deine Salbe auf den folgenden Bereich auftragen. Logisch eigentlich. Okay. Ich verwende diesen Spatel hier.
Ja, ist ja gut. Das ist ja easy. Gut, machen wir das so. Verabschiede dich. Tschüss. Fortgeschrittener Tierarzt. Ja, das ist logisch. Das war ihn ja auch gut. Oh, Telefon. Tut mir leid, Ranger, du musst warten. Excellent. Sie hat sich den ersten Patienten gekümmert, ich bin ja der letzte Patient, du gerade ein Tier ins Gebäude wusstest, was du für jeden versorgte Trainings in der Agentur bekommst. Sie behalten deine Leistung stets im Auge. Dankeschön, das ist super. Also weitere Gebäudeforscher hat eine Privilegien erhalten, das ist ja gleich zu spät. Ich habe eine weitere Beauftragung gekriegt. Ich möchte, dass du mehr Fokus behandelst und wir lassen es langsam angehen. Wow. Danke. Ja, natürlich holen wir sich gleich das nächste Tierchen ab. Oh, das machen wir mal einen Herrn Ranger, nicht die Frau Ranger. Ja, hallo Vögelchen. Ja, dasselbe spiele ich wie immer, ne? Oh ne. Oh. Irgendwie schauen die Tiere eigentlich ganz lieb aus. Es gibt eine lebensbedrohliche Wunden, okay. Sovereign desinfiziere die Wunden. Ja klar, und die Salbe wieder. Oh. Ich muss wundern, wenn den feuchten Wattebrech, wenn ich steche den Wattebrech auf, aber ich wundere mich jetzt so. Na natürlich, ich glaube, ich möchte, okay? Mit Vögelchen hat Aua. Geht mal gar nicht. Müssen wir nun desinfiziert werden? Nein, dafür ein Wattestäbchen. Ja. Ich hoffe, das tut dir nicht weh. Das ist ja logisch, das mache ich auch immer so. Sehr realistisch. Das macht. Ja. Schön da in die Ecke und in die Kante. Hallo. Ach, großartig, natürlich. Was ist sonst? So, und wir brauchen einmal die Sonne und einmal die Sonne da rein. So. Vögelchen, gleich wird es da besser gehen, okay? Und deshalb muss ich auch noch aufmachen. Easy. Und schon verspachteln. Erstens, lass mich das mal ordentlich verspachteln hier. Mensch! Das ist ja gut. Ich bin stolz auf dich. Dankeschön. Nein, das hier ist jetzt wieder fick genug. Dann verabschiede ich. Tschüss, Vögelchen. Das muss ich jetzt fotografieren, Leute. Das muss ich jetzt echt fotografieren. Das Vögelchen heißt Patty. Really. Das heißt Patty. Das Tier heißt... Da guck, das Spiel mag mich. Das nennt sogar Tiere. Ja, sag mal, kannst du jetzt mal warten? Ich mag mal was anderes auch tun, als wie nur Vögelchen da irgendwie. Hallo, kann ich da irgendwas machen? Nö. Delfinskis. Was haben wir denn da eigentlich? Pinguin. Ich mag einen Pinguin. Ich mag Pinguine. Hallo, Pinguine. Darf ich da rein? Darf ich da bitte rein? Hallo. Ja, ich weiß nicht mehr, den Shop.
Ja, hallo, Herr Ranger. Bringen Sie mal wieder ein Vögelchen. Ja, ein Problem. Ich setze mal mein Vögelchen hin. Ich mache. Oh, ist der süß. Ist der lieb. Hallo, Vögelchen. Ja, dir geht's nicht gut, gell? Gott, verstehe ich. Und ein 20er, Baba. 29er, okay. Kein Problem, Vögelchen. Ich bin ja da, Vögelchen. Kann ich das? Ich mag das streicheln. Oh, oh nicht ganz. Okay. Ah, da. Guck. Ja, da, guck. Oh, das sieht so traurig aus, das Vögelchen. Das ist. Schon irgendwie traurig. Wie lautet meine Diagnose? Ich denke, dass es eine Pilzinfektion handelt. Ja klar, ist natürlich eine Pilzinfektion. Das kann ich natürlich mit dem Messen des Dinges, kann ich das easy cheesy herausfinden, dass ich sie nur abgehört habe und gewogen habe. Oh, haben wir ordentlich verspachtelt, da wieder die Garde. Ja, ich bin gutes Arzt. So, sehr gut, mach weiter so. Dankeschön. Ja, tschüss, Vögelchen. Trini, Papageientaucher. Fachtierarzt. Hey, 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 hey. Jetzt geht's aber. Hallo? Ich bin da. Komm, bringst du? Ich mach das. Oh, hallo Möwe. Ja, erstmal wie. Ah, guck mal. 500 und 100. Und 25. Und 25. Und 25, komm. Haben wir noch. Hätte ich unten 100 drauf, okay, na verdammt. Nicht ganz. Hallo Vogel, Vogel. Bup, 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 bup. Oh. So, was haben wir jetzt? Ich sage, es ist jetzt wieder eine Untergewicht, okay. Ja, dann ein bisschen Vitamine spritzen, ne? Kein Problem, gibt's Vitaminchen für die. Ah. So, kriegst du schöne Vitamine für die. Ich finde die Musik in dem Game ist auch lustig. Jetzt bin ich aber auch Fachter. Wie jetzt kriege ich. Okay, weil ich so lange braucht habe zum Messen. Wahrscheinlich. So. Und da kommt das nächste Vieh. Nicht Vieh-Tier eigentlich. Vieh ist ja Rind. Ist ja eine Viehzucht. So, einen wunderschönen guten Tag, Vögelchen. Geht sich das aus? Easy! Easy! Also, dass man das so. Ja, ein paar Vitaminchen. Oh, kein Problem, gibt's Vitamine. Der Pet macht das. Oh, schau, Vögelchen. Braves Vogel. Ich wollte gerade sagen, jetzt war ich aber verdammt gut. Man kriegt zwar immer 200 Punkte. Katze, kannst du das mal untergeben? Oh, Telefon! Hallo? Papageien, wusstest du schon, dass Papageientaucher abgesehen von Pinguinen die einzelnen Flügel schwimmen? Okay, nice. Jetzt ist der Frost, das Papageientaucher nicht ganz fliegen. Also kann man gegen Pinguinen überhaupt nicht fliegen können. Schon mal dran, den ersten Eindruck? Nö. Eigentlich nicht. Aus diesem Müll zu entfernen. Klasse! Das. So. Eigentlich ist das echt ein Game, was du so einem kleinen Kind geben kannst, dass das
auch sowas mal lernt, finde ich. Komm, wir gehen an den Strand. Laufschritt. Oh Mann. So, ist hier irgendwo Müll? Hier. Dann haben wir zuerst mal ein bisschen Müll. Ja. Neues Minigame. Ah, ja, bla 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 bla. Viel Müll, Anreiz oder ja, verwende den Greifer. Easy. Machen wir hier mal den Sandstrauch. Ey! Perfekt! Perfekt das! So, da haben wir noch Müll. Guck, den müssen wir auch noch machen. Also, sehr. Du brauchst eigentlich echt nur deine Maus und die Enter-Taste. Mehr brauchst du in diesem Game nicht. Alter, hallo. Leider, ich habe da hinten ein Vögelchen gefunden. Das schaut nicht so gut aus. Das muss ich vorher machen. Das ist gerade wichtiger. Schnell lauf zum Vögelchen. Hallo Vögelchen. Was ist hier eine Schiffsschraube? Oh. Dem würde ich da Vögelchen. Ich behandle dich jetzt hier. Ist kein Problem. Okay, war jetzt ja doppelt so lang gerade, aber komm. Das ist ein Jawohl. Auf geht's. Tja. Erstmal hier putzen. Wattestäbchen her. Okay. Nimmst du der Wattestäbchen? Ich könnte echt Tierarzt werden, Leute. Und wir brauchen Sonne, Mond und Sterne. Tschüss! Pipkin! Pipkin die Seemöwe. Puh, fortgeschrittener. Hätte ich mir viel mehr verdient. So, haben wir jetzt den Strand wieder gereinigt, ne? Jetzt kann ich wieder ins Dorf. So. Oh Mann, nicht schon wieder. Ich möchte vielleicht irgendwas Cooles machen. Kann ich hier noch was anderes machen, als wie nur. Kann ich hier die Seemöwe? Kann ich da schon rein? Ja. Jetzt wollen wir da nicht überreden. Der Zugang ins Gebäude bekommen wir erst die entsprechende Berechtigung und so weiter. Das ist ja über die Medien-Shop. Kann ich hier? Aufgabe-Shop? Kostet 2000. Wieso darf ich das nicht? Ich mag da kaufen.
Achso, ich brauche noch. Ja gut, so weit müssen wir ja fast spielen, echt. Ey. Komm, so weit spielen wir. Lass mal zumindest den Ausbau des Hauptgebäudes. Also das muss ja schon drinnen sein. Ja, hallo Vögelchen. Okay, ich hätte das schneller machen können wieder. Genug Futter, ein paar Vitaminchen. Easy. Easy. Müssen wir noch einen zum Auftrag machen, dann wenn wir die 200 schaffen, wäre natürlich gut. Weil, da könnte man jetzt das Erweiterungsgebäude gleich kaufen. Oh, ist der lieb. Hallo Vogel. Oh Gott, das dauert viel zu lang. Oh. Oh, guck, da gibt es sogar perfekt. Ja, wenn es da perfekt läuft. Oh, armer Vogel. Alles wird wieder gut, Vogel. Alles wird wieder gut. Ich mach dich sauber. Wenn ich dich abgemacht sauber, dann ich mach den Desinfekt drauf. Und danach kriegst du den Salbe drauf. Kein Problem, ich mach das, ich kann das. Ich bin nämlich der Arzt, weißt du? Der Arzt. Kein Problem, Vogelschäden. Alles wird gut. Der hat das Pad am Werk. Kein Problem. Oh ja. Yeah. Guckst du? Du brauchst die Sonne, Mond und Sterne. Kriegst du die Sonne. Guckst du perfekt, ich mach dich behandeln. So, jetzt kriegst du noch eine Säbe drauf. Jetzt. Easy. Komm, hoffentlich haben wir jetzt die 200 Punkte. Das war ich so gut. Und. Yeah. Yes. 200. Feierabend. Ich bin ausgebildeter Tierarzt. Kaufen. Hallo? Das ist ganz nahe, was für Neuigkeiten sprechen wir. Du darfst ab jetzt größere Tiere kümmern. Juhu! Robben, ich liebe Robben. Nicht so, als nächste Aufgabe, die nur der Bootsanleger bauen. Direkt über BDL. Zahnleger ist automatisch im Bestand gebaut. Was geht das für eine Agentur brauchen? Exakt, das sind damit du ein paar Vögel behandelst. Jetzt haben wir eine Base. Jetzt habe ich gerade extra das ausgebaut und dann darf ich hier wieder nicht meine. Erstmal Aufgaben gucken. Erwerben, drei Tiere untersuchen und die Ranger-Gebäude zweimal müssen. Ja, gut. Ach, da kann man jetzt. Oh, guck das an. Auf einmal geht's doch. Ja, Feierabend speichern. Ich speichere jetzt mal. Und ich mache jetzt aber auch Feierabend. Der ganz einfache Grund ist, warum mache ich jetzt Feierabend?
Wir haben das Spiel jetzt 30 Minuten lang gespielt und ich finde, es ist gar nicht so ein schlimmes Trash-Time. Hat eigentlich wirklich Spaß gemacht, finde ich. Keine Ahnung warum. Tierarzt-Pet einfach eine gute Sache. Ja, was soll ich sagen? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ich würde mich extrem freuen. Auch der liebe Pyong. Der liebe Pyong hat natürlich auch für nächste Woche ein super tolles Spiel für euch. er kriegt von mir jetzt gerade alles zurück, was er mal angetan hat. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Vorbeischauen und ich bin jetzt raus. Ciao.